Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 30. April, 8.53 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Es ist morgen Brückentag. Trotzdem, wir haben eine Volatilität von 19,5 Punkte. Wir holen die Linien aus der Garage. Wir packen das auf das Tief bei 98 und werden da auch nicht großartig warten, sondern platzieren direkt jetzt die Orders. Wir gehen Short im DAX bei 12.597, gehen Long bei 12.612. Das heißt, wir liegen hier direkt um und bei der Big Number, der 12.600er Marke, oft angetradet. Hoffen wir, dass wir hier keine Aufschaukelung bekommen. 8.54 Uhr offiziell. Order sind platziert auf das Tief, wie immer. Daily Pivot liegt hier, 20 Punkte entfernt. Also Buy Stop Order 12.612, Sell Stop Order 12.597, das Risiko 0,21% vom Depot, Gewinn sie 0,10. So, fürs Protokoll 8.57 Uhr, wir sind im ersten Trade ausgeführt. Short, Gewinnziel liegt bei 12.590. 1 Minute 54 noch bis zur Markteröffnung, wir sind Short. Und wie gesagt, unser Gewinnziel liegt bei 90, 5 Punkte fehlen noch. So, es ist 9 Uhr, direkt auf der Linie, direkt auf die Linie, wir sehen es hier bei 90 angetradet. Wir sind immer noch im ersten Short, heute ohne Glocke, also 97 wird gehandelt, jetzt wieder, also eine starke Bewegung gewesen, aber ich bin noch nicht draußen, da fehlte noch der Spread. 90 das Tief, die erste, gehen mal auf den, können gleich mal auf den Minutenchart sehen. Sehen wir sogar hier, punktuell ist er auf die blaue 90er Marke reingelaufen. Aktuell sind wir bei 97, 96. Erster Trade Short. Erste Minutenkerze ist rum. So, 9.03 Uhr, die blaue Kerze, die 5-Minuten-Kerze sieht sehr bullisch aus. Das heißt, die Käufer nehmen hier das Heft in die Hand. So sieht es zumindest aktuell aus. Aber es ist noch 1 Minute 48. Wir sind im ersten Short und es hat, wie gesagt, ein Punkt gefehlt bis zum Take Profit. Noch ist die erste 5-Minuten-Kerze nicht rum. So, wir sind long. Zweiter Trade, wir sind long im DAX. So, 55 Sekunden bis zur Ausprägung. Gewinnziel jetzt für die zweite Order liegt bei 12.619. So, die nächste 5-Minuten-Kerze jetzt in Anmarsch. Wie gesagt, wir sind im zweiten. Long. Gewinnziel liegt bei 19,67. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt Käufer nochmal bei diesem Niveau reinkommen. Nur nochmal auch zur Praxis. Falls der Markt jetzt oben nicht ausbricht, sondern wir nach unten rausgehen, dann würden wir hier die dritte Order weiter nach unten ziehen, um dann unser TP bis im, so, also noch sind wir im zweiten. So, jetzt geht es nochmal in Richtung des zweiten Trades. Wir sehen es hier, es ist 9.07 Uhr. Und hier oben hast du 12.619, wie gesagt, liegt unser TP. Da muss er rüber.
9.07 Uhr. So, 13 Sekunden noch bis zur zweiten 5-Minuten-Kerze jetzt um 10 nach 9. Schlauer sind wir noch nicht. Wir sind jetzt über der Big Number, 12.600, aber Befreiung ist es noch nicht. Das heißt, wir sind hier immer noch in der Eröffnungsrange und die nächste Kerze in Anmarsch. So. Achtung. Jetzt kommt Schwung rein. Fünf Punkte noch. Widerstand bei 12.618, da muss er jetzt rüber. Sehr ruhig alles. Gehandelt. Ja. Fünfzehner Box. So. Nein, ich habe nicht geredet, Jürgen. Was soll ich denn? Soll ich dir die Kurse ansagen? Also, wir sind im zweiten Long. Zweiter Trade ist Long. Jürgen, ich stehe genauso wie du vor dem Kurs. Wir müssen rüber. Und noch ein Schwung rüber. Es ist 9.15 Uhr. Wir haben gesehen, kurz vor der blauen Linie. So, nochmal angetradet. Wir sehen es hier, das Hoch bei 19. Wir müssen 20 brauchen wir. Kurs bei 20. So, 9.16 Uhr, wir sind direkt am Widerstand, 18er und jetzt noch ein Schwung. So, ihr seht es, noch ein Punkt fehlt noch und wir sind raus. So, draußen aus dem Trade und das ist Nummer 387, Handelstag Nummer 387. So, Trade Nummer 1 und 2, ihr kennt ja die Setup von uns, wir multiplizieren, lassen beide Trades offen, beide werden dann oben geschlossen. 387, Handelstag, morgen ist Feiertag ja in Deutschland und deswegen handeln wir morgen den DAX natürlich dann nicht. Alles zu. Ab Mittwoch geht es dann wieder weiter. Ich wünsche euch allen noch einen erfolgreichen Handelstag, schönen Feiertag und dann bis Mittwoch.